Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Omsi, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns wieder auf der Map Grundorf und haben heute hier direkt den Solaris Urbino 12, müsste es sein, ja, vorgefahren. Eigentlich sehr schöner Bus. Das Außenmodell kommt einem wirklich sehr fertig vor. Also sieht auch wirklich fertig aus. Ich meine, der Bus ist fertig, aber außen sieht er nur wirklich fertig aus und innen drin. Da ist das ein Drama. Aus dem Grunde, wenn ich blinke, wird mir gar nichts angezeigt. Wenn ich warm blinke, wird mir gar nichts angezeigt. Wenn ich hier Licht anmache, wird mir auch hier gar nichts hier auf der Armatur angezeigt. Das ist schade. So, weil der Bus, der ist richtig super. Wenn er noch richtig fertig wäre, also der ist fertig, aber wirklich noch, wenn man da ein bisschen dran rumfällt, dann wäre der echt gut. Ja, wir fahren jetzt einfach mal los. Türen kann man jetzt, Moment, ja, so. Kann man auch mal hier testen. Ja, klingt ganz schön, ne? Was soll man dazu noch sagen? Mir gefällt der Bus eigentlich gut. Wenn ich jetzt eine Scheibenwischer anmache, dann höre ich den Sound von dem Scheibenwischer, aber naja, der Scheibenwischer, der ist halt unsichtbar, der funktioniert halt im Motorraum oder der dreht sich bei unserem Herrn hier oben drin, damit er klar denken kann. Ja, ist ja total logisch. Lichter außen funktionieren alle, ist ein bisschen schade, aber sonst ist er eigentlich top. Der Sound ist auch top. Habe ich das schon erwähnt? Nee, habe ich nicht. Und wir fahren wieder unsere bekannte Bus-Review-Runde. Was auch eine Neuheit ist, sag ich mal jetzt, dasselbe gibt es noch beim anderen Bus. Jetzt fragt mich aber jetzt bitte nicht, wie der heißt. Ja, sonst springe ich gleich aus dem Fenster. Das ist nämlich das Feature, dass man mit diesem Knopf, mit beiden sogar, ne? Ja. Mit diesen beiden kann man das Lenkrad wegmachen. Das ist praktisch, aber nicht realistisch. Man kann es ja, wie gesagt, auch auf Alter. Ne, hier geht das jetzt. Ach so. Auch wenn man das Lenkrad sonst nicht entfernen kann, es kann sein, dass es. Ich würde mal sagen, das ist deswegen so. Was haben wir hier noch? Im Cockpit können wir hier was runterlassen. Da steht sogar Solaris drauf. Hübsch. Was haben wir hier oben? Alles funktioniert leider nicht. Also der Bus, der ist meiner Meinung nach nicht noch nicht richtig fertig. Aber er ist ja fertig. Man, warum sage ich das 10-mal? Ich würde mir wünschen, dass man das Projekt noch weitermachen würde. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man das noch weitermacht. Beziehungsweise auch wie bei diesem Solaris Urbino 18, dem Gelenkbus. Da könnte ich mir auch noch wünschen, dass die da überhaupt noch weiterbauen. Also wenn die jetzt nicht mehr weiter dran bauen sollten. Ich weiß ja nicht, ob die da weiterbauen. Und Omsi Freak 97. Ja, kennt das sicherlich, ne? Ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich erzählt habe, dass ihr den bitte abonnieren sollt. In der Beschreibung ist jetzt immer, steht immer der Master für die Links oder irgendwie sowas. Und OmniFreak 97 hat sich bereit erklärt, euch die Links zu geben, was jetzt Maps und Busse und so betrifft. Also wendet euch bitte an den. Der Link zu seinem Kanal ist in der Beschreibung. Ihr könnt dann auch gleich ein Abo dalassen. So als Entschädigung dafür, dass ihr dem dann wohl auf die Nerven geht oder irgendwie so. Ne, das war jetzt ein Witz, aber wenn ihr dann ein Abo dalasst, dann wird er sich sicherlich auch freuen. Und Punkt, Ende, Strich, Faden, Minus, geteilt, Plus. So, ich hoffe, jetzt habe ich hier genügend zu dem Thema gesagt. Also, wie gesagt, der Master für die Links ist in der Videobeschreibung. Habe ich hier noch was zu sagen? Habe ich was zu sagen? Nee, gerade nicht. Ich habe auf jeden Fall wieder ein paar neue Maps gefunden. Einmal hier die Fahrtrainings-Map.
Das ist jetzt keine richtige Map, aber auch mal interessant zu testen. Und dann, was habe ich doch? Wüsselsrad ist auch eine Erweiterung zugrunde auf wie die Map Mengen und wie die Map Strausberg, die der Airbus 2257 da gerade wieder zusammenbastelt. Wie es mir so scheint. Und davor kommt noch ein Name, der heißt erst mit zweitem Namen Strausberg. Also jetzt bitte nicht so eng sehen, ja. Danke. Also, Blinkerhebel, hier fehlt noch einiges. Der ist sicherlich noch nicht fertig. Das war sicherlich so eine... Nee, war es sicherlich nicht. Es war sicherlich keine Vorversion. Tim, das ist sicherlich ernst gemeint, was der hier bringt. Und ich habe für einen der nächsten Parts noch was vor. Da verrate ich jetzt aber nicht. Auf meiner... Nee, das sage ich jetzt nicht. Ich sage jetzt nicht, welche Busse und Busse ich vorstelle. Und darunter ist auch ein Nicht-Bus. Klingt komisch. Ist aber so. Ihr werdet sehen, was ich damit meine. Es gehört nicht in den Bus-Simulator rein. Trotzdem ist es mal was Lustiges, was man mal testen kann. Was ich auch ziemlich lustig finde, das gibt es auch noch mit anderen Objekten, wie ich... Ach, jetzt war gerade zu viel. Ich darf jetzt nicht mehr sagen. Sieht man, ach, das Display funktioniert sogar. Ich wollte es nur mal testen, weil so viele Busse habe ich hier derzeit, die ich noch zeigen möchte. Und da bleibt es ja halt nicht aus, dass man mal vergisst, wie da was funktioniert. Ne? Wie spät ist es eigentlich? Spät. Ich habe jetzt das Gefühl, ich öffne die Tür und spiele jetzt gleich Minecraft. Ja. Und warum laber ich das jetzt? Ich muss mir irgendwas vom Bus labern. Man hat hier einen Fahrscheindrucker, nur der Tim, irgendwie, ich kenne den irgendwoher. Der rafft noch nicht so ganz, wie man das hier bedient. Jedoch braucht man das auch nicht so unbedingt in letzter Zeit. Zumindest nicht, dass mir jemand ankommt. Ich bräuchte es mal irgendwo. Das kann gut möglich sein, dass ich das mal brauche irgendwo. Ich klicke die ganze Zeit rum, um zu gucken, ob ich hier irgendwas finde, was man noch bedienen kann. Aber ich es aus Versehen nicht gezeigt habe, weil ich gerade so einen Gedanken bin und jetzt Lust auf Minecraft habe. Ach. Nee, das war der Bus. Also ich finde... ja, es lohnt sich, den zu downloaden, einfach aus Spaß, aber richtig fertig und richtig top ist das Modell jedoch nicht. Also ich würde dem Bus jetzt so eine 2 geben, eine lockere 2. Das ist, ja, weil ich habe das Gefühl, der ist nicht richtig fertig. Habe ich vom Cockpit jetzt echt das Gefühl. Wir wollen mal hoffen und, wir wollen jetzt mal hoffen, dass, derjenige, der da gerade am Rumbauen ist, hoffentlich noch, dass der da noch was macht. Prost. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge mit einem Bus, mit einem neuen Bus mal wieder. Und ich habe jetzt hier gerade wieder eine Liste vor mir. Oh Gott, das sind so viele Busse noch. Aha. Gott. Mit welchem fahre ich denn das nächste Mal? Da habe ich eine Idee. Warte mal. Ach so. Also ich erledige noch ein paar Papierkram-Sachen, während ihr jetzt sicherlich fragt, warum der Typ jetzt nicht F9 drückt und die Aufnahme bei... Ach, läuft der noch? Ach, bitte. Naja, ich verabschiede mich und jetzt laber ich nicht weiter. Ich beende jetzt die Aufnahme. Wie gesagt, der Bus hat eine glatte 2 von mir bekommen. Es lohnt sich. Also wenn ihr Solaris-Fan seid, dann downloadet euch den Bus. Wenn nicht, dann ist es... ja, dann könnt ihr es trotzdem machen, nur rein aus Interesse. Ich habe es auch nur rein aus Interesse gemacht. Für Busliebhaber des Busses ist das was, aber für die, die wirklich ein Top-Modell verlangen, leider nicht. Ja, ja. Und ich, Heinz, der so viel labert und jetzt nicht weiß, wann er hier F9 drücken soll, drückt jetzt F9 und verabschiedet sich dann und bedankt sich an dieser Stelle nochmal, dass du dieses Video überhaupt angeklickt hast. Beziehungsweise hoffentlich ganz geguckt hast, das würde mich echt freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Auf Wiedersehen.